Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Daily Shop News und anderen News auch. Mit mir, dem Händler. Jo Leute, wir haben wieder einen neuen Teaser zu Season 8. Den kann man hier vorne sehen, wenn man direkt hier reinschaut. New Season 8. Something shimmers within the cave. But beware of those who arrive on waves. Also irgendwas wird dann, also irgendeine Schlange wird, vielleicht ist diese Art Drache oder was da, in irgendeiner Höhle sein. Bei den Drachen, der sollte ja eigentlich in dieser Season sowieso kommen. Ist ja nicht gekommen. Die Eier waren da, aber na gut. So, who arrive on waves? But beware of those who arrive on waves. Also, aber Achtung vor denen, die auf den Wellen ankommen. Ja. Also, das sind dann die Piraten. Ne? Ja, übrigens, Season 8 ist jetzt auch bekannt gegeben worden, wird am 8. Mai zu Ende gehen schon. 8. Mai, mein Geburtsdatum. Ob das jetzt ein Geburtstagsgeschenk ist, das kann ich jetzt nicht unbedingt beurteilen. Es kommt darauf an, ob Season 9 dann nochmal besser wird. So, und schauen wir mal in den heutigen Itemshop rein. Da haben wir den Paradox als erstes. Ja, kriegt von mir 6 von 10, der Paradox. Schauen wir doch mal, wie sieht's denn aus beim Paradox. So, wo ist er denn? Der Paradox. Da ist der Paradox da. 2,81 von 5 bei 27 Votes. Okay. Hier Lace. Also da hinten Stitchers oder wie das Ding heißt, finde ich eigentlich ganz cool. Lace finde ich irgendwie ziemlich bescheiden. Lace kriegt von mir 4 von 10. Um 3,74 von 5. Bei 34 Votes. Dann haben wir diese Vision Picke. Ja, auch. Ich glaube, das letzte Mal habe ich sie deutlich besser bewertet. Aber ich, naja, 4 von 10. Hier haben wir 3,38 von 5 bei 24 Votes. Keine Ahnung, was mich das letzte Mal geritten hat. So, haben wir den Equilibrium. Und der Equilibrium, ja, kriegt von mir 6 von 10. Finde ich jetzt okay. Ist jetzt nicht der Oberknaller, ist in Ordnung. Haben wir 3,23 von 5. So, dann sind wir beim Fade. Und der Fade-Skin sieht echt eigentlich ganz cool aus. Kriegt von mir 7 von 10. 7 von 10 für den Fade. So. Da haben wir aktuell 4,25 von 5 vor 125 Votes. 177 Stream-Eigens. Dann haben wir die Fated Frame-Picke. Die finde ich überhaupt nicht prickelnd. Irgendwie. Ich weiß nicht. Fated Frame kriegt von mir 5 von 10. Da haben wir hier aktuell 3,75 von 5 bei 12 Votes. Den Splitwing 7 von 10. Ha! Okay. 2,38 von 5 bei 8 Votes. Okay. Sind wir hier durch? Dann sind wir beim Steel Side. Ja, sieht ein bisschen aus wie so ein Universal Soldier für Arme in weiblicher Version. Also schlecht sieht ja der Steel Side gar nicht aus. Also ja, kriegt von mir 5 von 10 der Steel Side. Und ja, 2,5 von 5 bei 16 Votes. Cliffhanger 4 von 5, ich weiß, das ist alles so komisch. 4 von 10 Cliffhanger, da hier das Ding 3,38 von 5 bei 13 Votes. Oh, Tactics Officer
Sorry, aber lila Top mit Orange, braune Hose. Ich meine, okay, ist jetzt, naja. Tactics Officer, nee, sorry, kann ich nicht mehr als 3 Punkte geben. Es tut mir echt leid, aber geht nicht mehr. Das ist einfach nicht möglich. 3,6 von 5 bei 10 Votes. Und da sind wir bei ihm. Mein Lieblings-Emote! Mein Lieblings-Emote! Da ist er, der echte Techno-Viking. Ja, da ist er, der echte Techno-Wikinger. Dreht total ab, der Kerl hier. Da ist er, der echte Techno-Viking. Ich liebe den Intensity. Ich liebe den Intensity. Ich liebe den Intensity. Ich liebe den Intensity. Und wenn ich ihm mehr als 10 geben könnte, würde ich es machen. Er würde von mir 100 bekommen. Ich liebe den Intensity. Ich weiß, da bin ich wieder etwas auf weiter Flur. Aber gut. Achso, nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich liebe den Intensity. Liebt ihr ihn auch? Jetzt habe ich schon so tief gesprochen, dass ich gleich husten muss. Sorry, tut mir leid. So, ja, müssen wir mal hier reinschauen. Intensity hat hier von euch 3,73 von 5 bekommen. Jetzt sind wir beim Showstopper. Also muss ich echt sagen, der Showstopper, der hat mich ja echt noch ein bisschen in den Schlaf irgendwie verfolgt. Also das ist das Ding, das hat sich bei mir so in die Birne reingebrannt. Auch der Showstopper, ganz schlimm, ganz schrecklich. Also wirklich, das ist so ein richtiger, oh, das Ding, ist keine Ahnung, das ist ein Mindblower, ey, keine Ahnung, was weiß ich, das Ding, das, wenn, ich weiß jetzt, ich krieg das jetzt wieder die nächsten 3 Tage nicht raus aus der Birne, der Teil, ehrlich war. Allein deswegen muss ich dem Showstopper auch nochmal 10 von 10 geben, also es ist einfach ganz, ganz eklig. Ja, ich weiß, ihr denkt euch auch, der hat echt einen an der Waffel. Ja, der find's eklig und. Nee, ich find's ja nicht eklig, aber ich find's eklig, dass ich die Scheiße nicht mehr aus dem Kopf jetzt rauskriege. Das ist so. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Kennt ihr das? Es ist ganz grausam.
So, also hier 3,83 von 5 bei nur 12 Votes. Muss nochmal. Ich habe keine Ahnung, das Ding, das macht mich verrückt, ey. Also Stormsigil, ich kann es euch nicht erklären, ich verstehe es selber nicht. Also manchmal checke ich mich selber nicht, also ehrlich wahr, aber das Ding, das ist krass. So Stormsigil, ja, so ein bisschen da mit so einem hohen Viking-Style. Ja. Standardgleiter, sieht aber nicht ganz so schlecht aus, kriegt von mir 4 von 10. Das Stormsigil. Und da haben wir hier 2,4 von 5 bei 5 Votes. Also insgesamt gesehen, ich glaube, so ziemlich insgesamt gesehen die schlechtesten Noten, die es in einem Shop jemals gegeben hat. Ich überlege, was so die einzelnen Dinger teilweise für Noten bekommen. Ja, also, muss man echt sagen, ja. Was hier vorne bei den Featured Items ist, hier auch der Stormsigil da mit seinen 2, so und so. Also die Noten sind echt nicht gut. Shop ist nicht so wirklich, naja, ich finde ihn, bis auf den Intensity und diesen Showstopper halt. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, dann tanze ich hier den Intensity und mache den Showstopper noch gleichzeitig mit dazu. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir. Immer gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.